Jede Maske steht für ein Folteropfer. Eines von ihnen, Lucio Bellentani, ehemaliger Werkzeugmacher bei Volkswagen Brasilien. VW in Brasilien. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Wir fanden Verhältnisse, mit denen man als Unternehmer schaffen konnte. Volkswagen. Seit den 60er Jahren inmitten einer brutalen Militärdiktatur. Schorki. Sokul. Arbeiter verklagen jetzt den Konzern. Ermittler sitzen Volkswagen im Nacken. Der Verdacht? Verstrickung in die Machenschaften der Militärdiktatur. Es sind tiefe Wunden, die nicht heilen. Die Spuren führen uns immer wieder in eine fast vergessene Vergangenheit. War VW Teil der Unterdrückungsmaschinerie? Ein ehemaliges Foltergefängnis in Sao Paulo. Lucius Häftlingsnummer 5171. Datum der Festnahme 29. Juli 1972. Der Vorwurf: politische Opposition. Ich tomava banho, que era só um cano que tem ali, não tem chuveiro, era só o cano e frio. 8 Monate Folterhaft, weil er für die kommunistische Partei Flugblätter verteilt hatte. Auf dem Werksgelände von VW. Eine der Foltermethoden? Die Papageienschaukel. Der Gefangene wird mit den Kniekehlen an einer Stange aufgehängt, die Hände an die Fußgelenke gebunden. Der wehrlose Körper hängt zu Boden. E ali pegaram fio elétrico, amarraram aqui e outro no canal do pênis. E aí eles começavam a dar choque. E nessa posição assim, formava aquela bacia aqui na barriga. Então, para aumentar a sensação do... Eles jogavam água. E ali, dando choque, soco na cabeça, na cara, no pontapé. Erst nach Wochen erfährt seine Familie, dass Lucio in Haft ist. Die Frau des damals 27-Jährigen kommt zu Besuch mit dem 3 Jahre alten Sohn. Do filho, parado lá, pequeno, com uma blusinha marrom, olhando assim para mim, sem como perguntando o que está acontecendo, o que é que... Lucio Bellentani erhebt einen schweren Vorwurf gegen VW Brasilien. De forma indireta, ela foi responsável por várias torturas, por essas perseguições. Não adianta ficar jogando embaixo do tapete. Vamos levantar esse tapete e vamos ter a dignidade de se responsabilizar por esses atos. Doch das ist bis heute nicht geschehen. VW schweigt. 4 Jahrzehnte schon bleibt das Geschehene folgenlos. Das könnte sich jetzt bald ändern. Die Wirtschaftsmetropole Sao Paulo. Hier ermitteln brasilianische Staatsanwälte gegen VW und prüfen, hat das Unternehmen damals die eigenen Arbeiter der Folter ausgeliefert? As autoridades da época, elas se utilizavam de métodos de violação de direitos humanos, como tortura, como prisões arbitrárias. Sobre esse período,
os trabalhadores trouxeram evidência e pediram investigação de se a Volkswagen teria algum envolvimento, notadamente em colaborar com o governo de então e mais diretamente com essas autoridades que tratavam desse tipo de repressão. Ein Team um Staatsanwalt Pedro Machado ermittelt gegen VW Brasilien. Links neben ihm sitzt der Gutachter Guaraci Mingardi. Er ist der Mann, der die wichtigsten Beweismittel zusammenträgt. Heute übergibt er dem Staatsanwalt die ersten brisanten Ergebnisse. Isso aqui são os primeiros nomes que nós levantamos. Então tem uma lista muito grande de pessoas que possivelmente trabalharam na repressão da Volkswagen. Algumas delas são relacionadas com a distribuição de documentos confidenciais ou a produção de documentos confidenciais sobre os sindicalistas. E esses aqui com certeza foram empregados. Esses aqui foram empregados, registrados pelo e que trabalharam na segurança da Volkswagen. Noch im Jahr 2017 wollen die Staatsanwälte entscheiden, ob sie Anklage gegen den deutschen Autokonzern erheben. Es wäre das Ende der bislang blütenweißen Erfolgsgeschichte von VW Brasilien. 1959, Eröffnung des Hauptwerks in der Nähe von São Paulo. Es ist das erste Tochterunternehmen der Wolfsburger im Ausland überhaupt. 10 Jahre später beschäftigt Volkswagen Brasilien rund 20.000 Mitarbeiter. Die Nachfrage nach deutschen Autos ist riesig. Es gibt nur wenig Konkurrenz. Im Rekordtempo wächst VW zum größten Privatunternehmen Lateinamerikas. Der Verkauf von Käfer und VW-Bus ein Selbstläufer. Deutschland hatte einen sehr guten Ruf in der ganzen Welt. Da brauchte man keine Werbekampagnen. Wir hatten das richtige Produkt. Und das hatte eben seine Persönlichkeit, um genau in die dortigen Verhältnisse zu passen. Einer der Manager, die VW Brasilien zum Erfolg führen, ist der spätere Vorstandsvorsitzende Karl Hahn. In den ersten 8 Jahren der Militärdiktatur reist er regelmäßig nach São Paulo. Damals war er Vertriebschef in Wolfsburg und saß im Aufsichtsrat von VW Brasilien. Verfolgen Sie denn aktuell die Ermittlungen, die in Brasilien gegen Volkswagen do Brasil laufen? Noch nie davon gehört. Wer verfolgt die denn? Die Staatsanwaltschaft, die Bundesstaatsanwaltschaft. Wo? In São Paulo. Das ist sehr verdienstvoll, dass Sie sich da so aktiv einsetzen. Wunderbar. Sie finden das nicht nachvollziehbar, dass man das macht? Ich halte das für, die Überschrift hieß für mich, gibt es Wichtigeres für uns, als mit der Vergangenheit in Brasilien zu beschäftigen. Solche Sätze können sich die Konzernsprecher in Wolfsburg nicht erlauben. Hier fährt man eine andere Strategie. Die Botschaft lautet, wir klären auf. Denn noch ein Skandal wäre das Letzte, was VW gerade gebrauchen kann. Das Thema ist insofern für uns natürlich wichtig, weil es unsere Historie betrifft. Und alle Dinge, die mit der Historie zu tun haben, müssen wir natürlich auch lückenlos wissen, was wo passiert ist. In Wirklichkeit jedoch tut sich der Konzern offenbar schwer mit einer kritischen Aufarbeitung seiner Vergangenheit. Das sieht man daran, wie VW seinen renommierten Chefhistoriker behandelt. Schon 2014 reist Manfred Grieger nach Brasilien. Er rät dem Konzern, auf Arbeiter wie Lúcio zuzugehen, schlägt den Aufbau einer Erinnerungsstätte vor, die VWs Rolle zur Zeit der Diktatur dokumentiert. Doch dazu kommt es nicht mehr. Es heißt, Grieger wird vor die Wahl gestellt. Recherchen nur noch mit Erlaubnis des Vorstands oder er muss gehen. Im Oktober 2016 verlässt er den Konzern. Grieger will uns ein Interview geben, doch die VW-Pressestelle beruft sich auf den geschlossenen Aufhebungsvertrag und verweigert eine Genehmigung. Die Gründe dafür, sage ich mal, liegen letztendlich in einer Geschichte, die, glaube ich, für die Öffentlichkeit jetzt nicht relevant ist. Ein kritischer Kopf passt offenbar nicht zu VW. Jacaré, 200.000 Einwohner, eine Autostunde von São Paulo. Hier lebt Lúcio Bellentani. Obwohl der 72-Jährige schon lange in Rente ist, fährt er fast täglich nach São Paulo, wo er eine Gewerkschaft für pensionierte Arbeiter gegründet hat. Es ist dieser Kämpfergeist, mit dem er seine dunkelsten Erinnerungen überwindet.
Erinnerungen wie an das völlige Ausgeliefertsein in Folterhaft. Kaum jemand außer seiner zweiten Frau Maria weiß, dass Lucio nur noch 3 eigene Zähne hat. Die anderen hatten die Folterer aus seinem Kiefer gebrochen. Seine Frau und sein Enkel Gustavo helfen ihm, weiterzumachen. Das fällt Lucio in Wirklichkeit oft schwerer, als er zugeben mag. Aber es gibt auch Momente, an die er gerne zurückdenkt. Zum Beispiel an seine Anfänge bei Volkswagen. O período que eu entrei na Volks é aqui, ó. Que aqui eu tava namorando ainda. Eu entrei na Volks em 64. E sempre fomos assim, família muito humilde, muito simples, muito pobre, né? Eu na minha infância, por exemplo, eu engraxava sapato para ajudar, vendia laranja, vendia banana na rua, tal. Então, num momento onde eu estava trabalhando e recebendo um salário razoável, isso me enchia de satisfação, de orgulho, de poder ajudar meu pai e minha mãe. Aqui estão eles. Aqui está a nova linha Volkswagen 71. Fuscão 1500, motor de 52 HP. Novo estofamento, duas cores totalmente novas. Karmann Ghia TC, 4 lugares, motor deitado, 2 carburadores, 65 HP. 1959 besucht ein ARD-Team den Mann, der VW nach Brasilien brachte. Wir haben in den 5 Jahren, in denen unser Werk hier besteht, noch nicht eine einzige ernsthafte Auseinandersetzung zwischen einem deutschen Meister, Ingenieur oder einem brasilianischen Arbeiter gehabt. Es ist erstaunlich, dass gerade der brasilianische Arbeiter mit seinem Temperament sich so hervorragend unterordnet. Vertrauen ist gut, doch die Kontrolle des brasilianischen Arbeiters ist offenbar besser. Unsere Recherchen zeigen, noch im selben Jahr, 5 Jahre vor Beginn der Diktatur, gründet Volkswagen Brasilien den Werkschutz als Teil der Personalabteilung. Chef ist ein frisch pensionierter General. Es ist dieselbe Abteilung, die jetzt im Fokus der Ermittlungen steht, weil sie gemeinsame Sache mit den Militärs gemacht haben soll. Und die putschen sich 1964 an die Macht. 21 Jahre lang wird sich das Regime halten können. Die Militärs setzen auf Wirtschaft, Wachstum und innere Ordnung. Genau wie VW. Volkswagen expandiert und eröffnet bald die 2. Fabrik im Land. Die Militärs erklären Oppositionelle zu Staatsfeinden. Wer der Kommunistischen Partei Brasiliens nahesteht, dem drohen Folter und Tod. Mich hat das nicht beunruhigt damals. Ich erinnere nicht, dass wir nun mit Tränen den Weggang und die Wegspülung der Demokratie etwa beweint hätten. Was hätten wir denn tun sollen? Hätten wir die Militärregierung absetzen sollen? Glauben Sie, wir hätten etwas geändert? Unmittelbar nach dem Putsch investiert VW Millionen in Brasilien. Die deutschen Autobauer und die südamerikanischen Militärs. Das hat von Anfang an gepasst. Kritische Nachfragen treffen bis heute auf wenig Verständnis. Hatte Volkswagen gemeinsame Interessen mit der Militärdiktatur? Natürlich. Alle hatten dieses Interesse, dass das Land vorankommt. Also diese Art der Beurteilung der Dinge, wie Sie sie hier versuchen, der Öffentlichkeit beizubringen, ist sicher typisch deutsch, aber ziemlich einmalig. Aber wir sind ja immer Überdemokraten geworden. Nach dem Putsch beginnt für VW die Zeit der Rekorde. 1970 läuft der 1-millionste Volkswagen vom brasilianischen Band. 1975 3 Millionen. 1979 5 Millionen. VW do Brasil, zurzeit das gewinnbringendste Werk des Wolfsburger Konzerns, ist der größte Autohersteller des Landes.
Täglich laufen 1750 Fahrzeuge vom Band. Von Absatzkrise keine Spur. Wir bekommen ein Interview mit einem damals führenden Manager von VW Brasilien. Er lebt in einer Villa nahe des Werksgeländes von São Paulo. JC Mendonça war seit 1969 bei VW. Erst als Chef der juristischen Abteilung, später zusätzlich als Personalchef. Ah, não, as empresas viveram o período extraordinariamente positivo. O Brasil cresceu naquele período a 10% ao ano. Porque havia ordem. Die andere, dunkle Seite der Erfolgsgeschichte von VW entdeckt man im Staatsarchiv von São Paulo. Hier forscht Guaraci Mingardi im Auftrag der brasilianischen Bundesstaatsanwaltschaft. Er gräbt sich durch tausende vertrauliche Dokumente der politischen Polizei zur Zeit der Militärdiktatur, die lange unter Verschluss waren. Todos estes boletins de ocorrência da Volkswagen que foram para o DOPS. Es sind die zentralen Beweismittel gegen VW. Esses boletins têm na verdade o nome das pessoas que interessa pro DOPS, pra polícia política é o seguinte. Aqui está o nome de várias pessoas que participaram da greve, que fizeram piquete. A Volks, na verdade, passando isso aqui, está identificando para a polícia política, está informando para a polícia política quem eram os militantes. Dossiers über Mitarbeiter, erstellt vom VW-Werkschutz in den Akten der politischen Polizei. Tinha esses dois lados. Você tinha a segurança normal que toda empresa tem, que vigia o entorno, para ver se ninguém invade a empresa. Mas você tinha um outro lado. Pelo que nós podemos ver nos boletins de ocorrência da empresa, você tinha um lado muito grande que era preocupado com a questão dos ou militantes políticos ou sindicalistas, como se fosse um braço da polícia política brasileira dentro da empresa. Eine Abteilung im Volkswagenwerk, faktisch ein werkseigener Geheimdienst. Der Werkschutz beschränkte sich nicht nur auf die Überwachung der Arbeiter auf dem Fabrikgelände, sondern bespitzelte sie offenbar auch im Privatleben. Das ist ein Relator der Volks. E a Volks está dizendo, foram fotografados vários elementos. Tá? Não é que a polícia fotografou. A Volks não era forçada a fazer isso. Namen der Mitarbeiter wurden mit anderen Firmen ausgetauscht. Wer in diesen schwarzen Listen auftauchte, fand keinen Job mehr. Hunderte Schreiben von VW gibt es hier in den Akten der Folterer. Doch der Konzern will bis heute nicht dafür verantwortlich sein. Ein uns bekannter Name taucht in den Dokumenten auf. Lucio Antonio Bellintani. Auch Lucio sammelt akribisch Dokumente. Es sind Zeugnisse seines bislang vergeblichen Kampfes um Anerkennung. Essa é a foto do dia que eu fui preso, tirada lá no DOPS. Inclusive, eu tô com o uniforme da Volks. Nós vamos chegar lá. Eu não fui um dos que mais sofreu nisso daí. Teve companheiros que, além do sofrimento físico, ainda tiveram a morte como companheiro. Eu, felizmente, eu tô aqui, mas por isso eu continuo brigando por eles, pelo restabelecimento dessa verdade. Então, é isso. É simples a coisa. É a verdade, só a verdade. Eu não gosto da rotulagem de ditadura militar. Nós nunca tivemos ditadura no Brasil. Quem se queixa de ditadura é quem sofreu as consequências. Por quê?
porque eram os esquerdistas que queriam bagunçar o país. Tudo aquilo que estava relacionado com os esquerdistas sofreu a pressão do governo militar. Fora disso, foi só positivo. Der ehemalige Topmanager von VW hat seine eigene Geschichtsschreibung. Wir bringen ihm belastende Dokumente aus dem Staatsarchiv. Als Personalchef war ihm auch der Werkschutz zugeordnet. Eu recebi a informação, mas absolutamente informações normais do que está se passando dentro da empresa. Sein Name taucht in den Unterlagen immer wieder auf. Dr. Mendonça. E o senhor explica como que esses documentos estavam dentro do DOPS? Ah, eu que vou saber? Eu só estranho, porque esse documento... Acho que ninguém tinha direito de receber isso, porque é um documento interno da empresa. Kann es sein, dass die Verantwortlichen von damals nichts wussten? Oder war es ihnen schlicht egal? Wir haben versucht, Automobile zu bauen. Und unabhängig von der Regierung, die in einem Lande herrscht, das überlassen wir den Eingeborenen, den Menschen dieser Länder. Wir sind keine Kommunisten gewesen, muss ich Ihnen allerdings bekennen. Auf dem linken Auge überempfindlich, auf dem rechten Auge blind? Dieser Mann bekam bei VW umstandslos einen Arbeitsvertrag. Franz Stangl, Lagerkommandant der NS-Vernichtungslager Sobibor und Treblinka. Er machte das Töten effizient. Ein international gesuchter Massenmörder, der bei VW ganz offen unter Klarnamen anheuerte. Wir kannten sicher nicht auswendig die Namen von KZ-Kommandanten und dass die dort angestellt werden. Ja, wenn sie aus Deutschland kommen, das waren ja sehr viele, die aus Europa kamen. Das war, glaube ich, eine ganz normale Geschichte. So normal, dass VW Brasilien dem später wegen 400.000-fachen Mordes verurteilten Stangl sogar nach dessen Verhaftung noch einen Anwalt empfahl. A partir do momento que começamos a ter uma atividade política, é evidente que você passa a ter consciência de riscos, que isso te traz um certo receio. Monatelang hatten wir mit VW verhandelt. Schließlich sagt das Unternehmen zu. Nach 45 Jahren, Lucio betritt das Werksgelände von Volkswagen Brasilien. Auch wenn er sich nur im Eingangsbereich bewegen darf, er sieht es erstmal als positives Zeichen. Retornar aqui é uma vitória. É uma satisfação. Ein Sieg ist es für ihn, am Ort des Geschehens seine Geschichte erzählen zu können. Das macht ihn erstaunlich gelassen. Keine Wut, kein Hass. Doch Lucio fühlt sich fremd. Ich kenne mais nada. A La Quata fica por aí, assim. Lá por fundo. 11:30 da noite. Vieram os policiais do DOPS. Estava trabalhando, estava de costas quando me encostaram a metralhadora nas costas e me algemaram. Aí eu olhei, tinha dois guardas da Vox, dois policiais com metralhadora e na parede aqui estava o coronel Rude também armado. Prisão na fábrica? De jeito nenhum. Nós sempre tratamos o nosso pessoal com um carinho muito grande. Muito, mas muito grande. É, lá em cima era o departamento pessoal para onde eu me trouxeram, depois de me tirarem lá da ala 4. Quando começaram a me querer perguntar,
quais outras pessoas que eu conhecia, que também eram ativistas sindicais, eram ativistas políticos e tal, e começaram a me espancar, me dar tapa, pontapé, soco, dentro do departamento pessoal. E a segurança da empresa observando, ficaram observando, simplesmente. Nunca entrou um militar dentro da fábrica. Nunca entrou. Nem eles nunca, jamais pediram sequer para fazer isso. Jamais. Se alguém lhe disse isso, mentiu. Es ist ein Phänomen. Noch immer wollen die Verantwortlichen von damals nichts wissen. Von dem Leid, für das VW offenbar eine Mitverantwortung trägt. Hier an diesem Ort wurde Lucio Bellentani mit Hilfe des VW-Werkschutzes von den Militärs verhaftet. Hier begann sein Leidensweg. Aí, a viatura deles, que era uma veraneio azul, estava aqui embaixo. Me puseram dentro da viatura, saímos lá por aquela portaria e fomos embora pro DOPS. Trotz der Hitze, das Klima ist eisig. Die Fabrikhallen darf der ehemalige Arbeiter nicht betreten. Außerdem überwacht ein VW-Team die Dreharbeiten. Insgesamt 9 Pressesprecher und Werkschützer. Sowohl aus dem hiesigen Werk als auch aus Wolfsburg. Sie bleiben immer dicht hinter Lucio und der Kamera. Niemand redet auch nur ein Wort mit ihm. Niemand gibt ihm die Hand. Er ist umstellt vom Werkschutz, als wäre er ein Feind. Genau wie damals. Quando vocês me chamaram para fazer essa gravação, eu fiquei até assim otimista. Falei, poxa, será que está mudando o comportamento da Vox? Agora chega aqui, você tem que ficar feito alguém indesejável aqui dentro da empresa, rodando por fora e você não podendo entrar dentro da empresa? O que é isso? Qual é o medo? Qual é o receio? Não estou atrás de indenização financeira. O que eu quero é um posicionamento de reconhecimento da verdade. Befürchtet VW, dass schon eine Begrüßung als ein Schuldeingeständnis gedeutet werden und den Konzern Millionen kosten könnte? Die Staatsanwälte in São Paulo ermitteln nicht nur mit Hochdruck, sondern auch unter Zeitdruck. Vielen Opfern bleiben nicht mehr viele Jahre. Der VW-Konzern hatte seine aktive Mithilfe bei dem Prozess der Wahrheitsfindung versprochen. Schonungslos, lückenlos, allumfassend. Wir wollen wissen, ob VW es ernst meint. Ermittler sind Journalisten gegenüber normalerweise sehr vorsichtig, zumal bei laufenden Verfahren. Umso überraschter sind wir, als der Staatsanwalt sofort Klartext redet. E o nosso trabalho está dificultado também, porque nós tivemos uma conversa logo no início com a Volkswagen, e os diretores jurídicos da Volkswagen foram enfáticos. Nós não fizemos nada de errado, e nós queremos que isso encerre o quanto antes. Eu falei para eles que eu não tinha uma boa notícia para dar para eles, porque não ia encerrar tão logo, porque nós íamos precisar investigar. Wir sprechen mit einem der zahlreichen Anwälte, die VW Brasilien in dem Verfahren vertreten. A Volkswagen já compareceu ao Ministério Público e de forma proativa também ofertou uma quantidade enorme de documentos para que os promotores possam avaliar. Mas as informações que têm vindo são muito insubsistentes. Nós pedimos boletins de ocorrência, por exemplo, que eram lavrados por esse Departamento de Segurança. 90% dos boletins que foram encaminhados são de uma planta na cidade de Taubaté. Então eu não sei o que está acontecendo. Volkswagen 1600 TL. 2 amplos porta-malas. Motor deitado de 65 HP. Grande espaço interno. Beleza que não acaba mais. Venham. Venham a eles todos os desiludidos. Todos os insatisfeitos. Todos que amam a beleza. Der Druck auf VW steigt auch durch die Trennung von seinem Chefhistoriker. Die Botschaft an die Öffentlichkeit soll ja eigentlich lauten, wir klären auf. Also wird in Windeseile Christopher Kopper von der Universität Bielefeld verpflichtet. Hier recherchiert er bei VW in Brasilien. Bis Ende 2017 soll er seine Ergebnisse vorlegen.
Ich bin kein Lateinamerika-Experte. Ich kannte auch zu Beginn des Projekts auch kein Wort Portugiesisch. Habe mich dann erst nach und nach eingearbeitet. Aber ich muss sagen, es war hochspannend. Ein Doppelschlag. Erstens gewinnt VW Zeit. Zweitens wirkt Kopper zunächst harmlos. Endlich ein Historiker, von dem man nichts zu befürchten hat? Zeitgleich verlieren die Arbeiter um Lucio langsam die Geduld. Eine immer größere Gruppe von ehemaligen Volkswagen-Angestellten trifft sich regelmäßig. Sie tauschen sich aus über die laufenden Ermittlungen und ihre Erinnerungen. Sie erzählen, wie sie vom VW-Werkschutz schikaniert wurden. Eles foram me pegar lá na Vux, lá dentro da fábrica. Fui monitorado, sim. Por quê? Porque antes de eu entrar na Volkswagen, eu já tinha participação política. Na porta dos banheiros ficava o guarda, ficava guarda paisano, que era tudo gente da guarda, da segurança, ficava paisano dentro do banheiro, para escutar a conversa. Die Arbeiter schildern, dass der VW-Werkschutz sogar einen eigenen Verhörraum hatte, in dem sie gegen ihren Willen festgehalten wurden. Sie nennen ihn den Schweinestall. E o sistema dele era esse de pegar as pessoas que tinham alguns problemas, levar lá para a segurança e manter lá no cárcere quase privado durante 10, 12, 15 dias. Aí fiquei vários dias lá, indo na segurança da Vox. Você ficava sentado lá e ninguém falava nada. E você sentado num banco lá. Aí um certo dia veio um cara para me interrogar, como se estivesse num departamento policial. Das Erlebte sitzt tief. Die Arbeiter führen einen doppelten Kampf. Gegen einen Konzern, der sie bis heute ignoriert, und gegen die eigenen traumatischen Erinnerungen. Somente quando tem essas reuniões, um, dois dias depois, ele começa a ter pesadelos novamente. Aí começa, me empurra da cama, me chuta, que ele sonha que tá lutando, que ele sonha que estão pegando ele novamente. Ele não fica em lugares fechados, ele não fica no escuro. Então, quando a gente traz à tona, essas coisas meio que pioram um pouco, sabe? Sollte man sich damit beschäftigen? Sollte man Aufarbeitung betreiben? Ich glaube, wir haben in Brasilien kann man damit sich sicher beschäftigen. Ich glaube, wir sollten uns in Wolfsburg mit der Zukunft beschäftigen. Tatsächlich spielt VW in Wolfsburg weiter auf Zeit. Aus heutiger Sicht müssen wir da einfach noch ein bisschen abwarten. Wir sollten da jetzt auch keine vorschnellen Schlüsse und Entscheidungen treffen. Wir müssen schauen, was ist in Brasilien letztendlich passiert. Da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, ja. Und diese Wahrnehmungen muss man natürlich mit Fakten hinterlegen können. Der von VW beauftragte Historiker Christopher Kopper hat viele dieser Fakten bereits gefunden. In Brasilien und in Deutschland. Schon nach 6 Monaten Recherche kommt er zu überraschend eindeutigen Ergebnissen. Also ich bin zum einen sehr sicher, dass der Werkschutz von VW auch das Ziel der Militärdiktatur, vor allem den Kommunisten, mit allen Mitteln zu verfolgen, auch teilte. Ich kann bisher sagen, dass es eine regelmäßige Zusammenarbeit zwischen dem Werkschutz von VW do Brasil und den Polizeiorganen des Regimes gab. Wenn beispielsweise irgendwo auf einem Klo oder Umkleidekabine dann verbotene kommunistische Zeitschriften gefunden wurden, hat der Werkschutz das nicht nur registriert, sondern er hat es auch an die politische Polizei weitergemeldet. Aus dem scheinbar harmlosen Historiker ist ein Ankläger geworden. Welche Rolle hat Volkswagen bei diesen Verhaftungen gespielt? Ja, sie hat die Verhaftung zugelassen. Möglicherweise hat sie auch durch das Mitteilen von Beobachtungen über das Verteilen kommunistischer Zeitschriften auch einen Beitrag dazu geleistet, dass diese Arbeiter überhaupt a. von der Polizei erfasst und b. von der Polizei überführt werden konnten. Wir suchen die Täter der politischen Polizei. Bis heute gilt in Brasilien eine Amnestie. Die Hauptverantwortlichen von damals wurden nie bestraft. José Bon Cristiano war Dienststellenleiter der politischen Polizei in Sao Paulo. Er war Chef jener Folterer, die Menschen wie Lucio unendliches Leid zugefügt haben. A Volkswagen
quando a gente pedia, eles faziam o que a gente determinava. Quando era assim, eu pedia uma procura do elemento que eu estava querendo. E eles me falavam, está em tal lugar. Entendeu? Assim, as coisas assim, de proximidades. Schuldbewusstsein kannte er offenbar bis zuletzt nicht. Vor wenigen Monaten starb der Folterchef. Auch er bestätigte den Verdacht, dass VW und die Militärs Komplizen waren. Die Beweislage ist erdrückend. Die Frage ist, was wusste eigentlich der Vorstand von VW do Brasil? Das ist eine offene Frage. Also ich habe keine Dokumente gefunden, die belegen, dass der Vorstand von VW do Brasil 72 über diese Verhaftung informiert wurde. Wir finden einen Brief, in dem der Direktor von Volkswagen Brasilien den Vorstandschef in Wolfsburg über Festnahmen von Mitarbeitern informiert. 1972, kurz nach Lucius' Verhaftung, schreibt der VW-Brasilien-Chef über die Verhaftung von mindestens 5 Angestellten der VW do Brasil, denen eine Teilnahme an subversiven kommunistischen Aktionen einwandfrei nachgewiesen wurde. Karl Hahn saß damals im Aufsichtsrat. Keine Ahnung. Nie gehört? Nie gesehen auch. Sie haben von Verhaftungen bei Volkswagen insgesamt nichts gewusst? Nie. Was wusste Wolfsburg wirklich? In internen VW-Unterlagen finden wir Hinweise auf ein besonders entlarvendes Ereignis. Es ist der Beginn der Generalstreiks in Brasilien 1979. Hunderttausende auf den Straßen. Die Opposition wächst. Das Regime reagiert mit Gewalt. Der VW-Werkschutz bespitzelt streikende Angestellte besonders intensiv. Direkt vor den Werkstoren kämpfen die Arbeiter für ihre Rechte. In diesem brisanten Moment der Geschichte fliegt ein Gewerkschafter und VW-Mitarbeiter nach Wolfsburg. Sein einziges Ziel? Er will dem Vorstandschef von VW in die Augen sehen, ihn direkt konfrontieren mit dem, was bei VW Brasilien vor sich geht. Devanir Ribeiro, heute 73 Jahre alt. Die Gelegenheit ist einmalig. Ein Gewerkschaftskongress im Spiegelsaal der Stadthalle Wolfsburg. Ribeiro spricht den damaligen VW-Vorstandsvorsitzenden Schmücker direkt an. A empresa é você que manda. Então como que prendeu trabalhadores dentro da fábrica? Com qual motivo? Qual a razão? Quem é que autorizou? Porque a fábrica é sua. O governo não poderia ter o acesso a, assim, automaticamente, né? Aí ele, não, porque o regime é forte, o regime militar é quem manda. Aí ele não respondeu, disse que ia ia falar com o presidente da Volkswagen aqui no Brasil para saber qual a informação que ele tinha, que ele poderia dar para nós aqui. Mas nunca deu essa informação. 3 Jahre nach dem Kongress, auf dem der Vorstand klipp und klar auf Menschenrechtsverletzungen bei VW in Brasilien angesprochen wird, übernimmt Karl Hahn den Vorstandsposten. Was soll ich da sagen? Herr Schmöcke, ich kann ihn nicht konsultieren. Wir haben auch keine lange Übergabe gemacht. Wir sind nie auf die Idee gekommen, dass in unseren Betrieben in irgendeiner direkten oder indirekten Art und Weise Menschenrechte zu kurz gekommen werden oder nicht respektiert worden werden. Das war jenseits unserer Vorstellungskraft. Wer erst gar nicht fragt, der bekommt auch keine Antworten. Zurück in Brasilien. Historiker Kopper hat sich mit einigen ehemaligen Arbeitern verabredet, um ihre Sicht der Dinge zu hören. Darauf haben die Männer jahrzehntelang gewartet. Endlich tritt ihnen jemand von Volkswagen gegenüber. Die Erwartungen sind immens. Noch nie hat VW den Arbeitern gegenüber Stellung genommen. Ich freue mich sehr, dass Sie mich heute eingeladen haben, um über das Projekt als Historiker zu berichten, dem ich jetzt seit 5 Monaten arbeite, an der Geschichte von VW do Brasil während der brasilianischen Militärdiktatur. Der von VW beauftragte Historiker und Lucio an einem Tisch.
Wir sollen den Raum verlassen. Das Gespräch beginnt. Doch bereits nach wenigen Minuten knallen die Türen. Então, perguntei ele, você está aqui em nome da empresa? Não estou em nome da empresa. Não falo pela empresa. Falei, então, não temos conversa. Não vou ficar aqui servindo de cobaia. Ein Missverständnis führt zum Eklat. Während Historiker Kopper seine Unabhängigkeit betonen will, fühlen sich die Arbeiter zum Narren gehalten. Ein Entsandter von VW, der keiner sein will? Natürlich habe ich auch gemerkt, die sind frustriert, weil sie schon lange auf Entschädigungen warten und bisher von VW noch kein Zeichen kam. Und die haben sich natürlich zu Recht gewundert. Da kommt innerhalb von 2 Jahren zum zweiten Mal ein deutscher Historiker und stellt ihnen Fragen zur Geschichte. Seja honesto, pelo menos uma vez na vida. Nova linha Volkswagen 71. Tudo o que você esperava. Die dunklen Kapitel der Vergangenheit von VW Brasilien. Ein Werkschutz, der eigene Mitarbeiter bespitzelt, sie offenbar der Folter ausliefert, aus eigenem Antrieb. Unsere Recherchen zeigen, Volkswagen war wohl nicht nur Helfer, sondern Akteur der Repression. VW, der schweigende Konzern. Doch Arbeiter wie Lucio zwingen ihn, sich der Vergangenheit zu stellen. Die Ermittlungen in Brasilien stehen kurz vor ihrem vorläufigen Abschluss. Werden Sie Volkswagen dazu raten, sich zu entschuldigen für alles das, was in den 60er, 70er und 80ern in Brasilien passiert ist? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass Volkswagen damals eine Verantwortung trug für die Verletzung von Arbeitnehmerrechten mit erheblichen Auswirkungen auf das Leben dieser Beschäftigten. Dafür, denke mal, könnte sich VW entschuldigen. Wenn wir es aufgearbeitet haben, kommen wir möglicherweise auch zu Erkenntnissen. Heute kann ich Ihnen diese Erkenntnisse aber nicht vorab liefern. Por que esse tipo de atitude? É necessário que ela se reconheça. Diga, olha, errei. Toda democracia que se preze tem que trazer esses fatos a público, se comprovado erro. Wir sind in Deutschland ein einmaliges Volk, das sich mit den schlechten Seiten seiner Vergangenheit beschäftigt. Die anderen Nationen tun das mit den guten Seiten. Ich versuche das auch mit den guten Seiten. Am Tag der Verhaftung im VW-Werk sagt Lucio, habe er seine Würde verloren. Fiquei sentado no banco do meio, policial de cada lado. Fui embora pro DOPS. Perda dos direitos total. Essa é a lembrança aí, a impotência, o não poder fazer nada, não tem mais o que. E aguardar a incerteza. Eine andere Ungewissheit ist geblieben. Auch nach 45 Jahren weiß Lucio nicht, ob Volkswagen sich jemals entschuldigen wird. Aber sein Wille, dafür zu kämpfen, ist größer als je zuvor.